Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir machen hier nach der Abschlussprüfung, nach der Aufnahmeprüfung ein kleines Walkaround, in dem wir alles machen, was so ansteht, und ich wollte euch diesen Ausblick ja wirklich nicht vorenthalten. Wir sind hier auf der Oberstufe der Drachenfeste und schaut euch das einmal an. Ich glaub das ja nicht. Das kommt ich muss ja die Augen offen halten. So cool. Die verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, wir werden jetzt schauen, dass wir ein bisschen Geld zusammenbekommen, um eben ein Haus zu kaufen. Dann werden wir noch ein wenig verzaubern, kaufen, ein wenig schmieden. Ich war da gerade im Flusslauf und habe mir Feental zurückgeholt. Und den werden wir dann kurzerhand einmal austauschen, weil, ja, der kann uns in der Schießkunst nicht mehr leveln. Wir werden uns aber einen der Gefährten schnappen, habe ich gesehen, das ist möglich. Und die sind ja auch recht gut im Kämpfen und können uns unterrichten in den verschiedensten Künsten. Deswegen werden wir dort auch hinlaufen. Aber Leute, ich bin da hin und weg. Seht euch das an. Ich glaube, jetzt gibt es sogar einen Sonnenuntergang. Und da hinten der Mond. Ja, unglaublich. Ja, ich mache hier einen Schnitt und dann zeige ich euch, wir haben da rund um Weißlauf auch ein paar Ausgrabungsstätten gefunden, wo wir Erze fördern können, und das werden wir dann auch gleich machen. Bis gleich, Leute. Kommt das cool. Ja, und noch einmal, da gibt es ja eine Aussichtsplattform. Wir sind da unten gestanden und das muss ich euch jetzt noch einmal zeigen. Ich kann nicht anders. Wir sind da hier noch auf der Oberstufe der Drachenfeste und da hinten der Mond kommt ja so cool rüber. Ja. Und es wird Nacht. Okay, bis gleich. Ich bin hin und weg. Ja, und hier sind wir im Kupferkessel und werden jetzt ein paar Mixturen zusammenbrauen. Aber dafür machen wir ein eigenes Video. Ich habe Heilmittel für das Gewinde ist nur zur und Information nicht so und wir sehen uns gleich Bescheid, wieder. Wenn ihr meine Hilfe braucht. Wir sind hier jetzt gerade bei Eol und Graumähne und der hat ja eine Waffe für mich, haben wir das letzte Mal gehört, bei der Initiationsrunde da unten, und da fragen wir ihn doch gleich einmal. Ja, ihr gehört nun zu den Gefährten, wie ich höre. Ich kann jede beliebige Waffe für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. Aha. Ich hätte gern ein Schwert und Pipapo, einen Zweihänder, eine Kriegsaxt. Ich hätte gern ein Schwert, ja. Eine Klinge. Sie wird so scharf sein wie Fralias Zunge. Okay. Das heißt, du gehst die jetzt machen da, oder wie? Wir wollten dann noch was verkaufen. Hübsche, erzählt mir was über euch und was habt ihr zu verkaufen? Preist die Götter. Waffen. Dolch des Himmelschmiedstahls. Aha. Achso, das ist das, was er zu verkaufen hat. Sorry Leute, ich muss da jetzt noch was verkaufen, weil wir haben jetzt genug Geld und kaufen uns dann gleich die Wohnung. Wir springen gleich Möge zum der Vogt. Boden, über den euer Weg euch führt. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ja gut, das weiß ich mittlerweile schon. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Ja, gib mir eins. Das Haus, das ich bereits erwähnt hatte, steht immer noch zum Verkauf. Ja, ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. 5000 entfernt. Mir tut das weh. Schlüssel zum Priesenheim hinzugefügt. Fibel des schönen Wohnens in Weißlauf hinzugefügt. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Sofern ihr das Kleingeld dafür habt.
Ja, du und bist ja auch so. Natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Schauen wir mal, was haben wir? Alchemielabor brauchen wir nicht. Schlafzimmereinrichtung, das wäre was. Dachbodendekoration, Speisesaaldekoration, Wohnzimmereinrichtung, Kücheneinrichtung. Kücheneinrichtung, aha. Haben wir so viel noch? Schlafzimmer brauchen wir nicht. Wir werden da... Was nehmen wir da? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, wenn das geht. Dachbodendekoration, Schlafzimmereinrichtung, die Wohnzimmereinrichtung nehmen wir gleich. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, wenn es sich noch ausgeht, ja. Die Schlafzimmereinrichtung? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer okay. Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Hier haben wir noch was. Dachbodendekoration. Ja. Tut mir leid, aber es scheint, als hättet ihr hierfür nicht genug Gold. Habe ich mir ja gedacht. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nö. Okay, das passt dann auch schon. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Danke, du Halsabschneider. Gut, wir springen jetzt gleich zu unserem Haus. Und das ist es, Leute. Das Briesenheim. Ah, heimelig und schön. Das ich ist unser euer Ding. Euer Schwert und euer Schild. Ah, du bist ja unsere Aufpasserin, ja. Ah, du willst mich gleich besuchen. Finde ich ja cool. Die ist da reingegangen. Seht ihr das? Und wir haben wieder einen Aufstieg erfahren und dann schauen wir auch gleich. Ich bin ja neugierig, wie das Ding jetzt da ausschaut. Kann ich euch helfen? Ja, da schauen wir uns gleich um. Knoblauch ist da. Das kommt ja gut. Perfekt. Ja. Ist ja wirklich heimelig. Finde ich ja stark. Eine Essecke auch. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ja, nette. Du bleibst bei mir, Lydia? Okay. Gut, jetzt haben wir einen Feenderl, jetzt machen wir einen flotten Dreier, ja? Setz dich hin, Lydia. Da, also da schaut's noch aus, ja, wir sind da noch am Siedeln. Das werden wir auch noch hinkriegen. Was kommt denn da rein, was haben wir nicht? Egal, eine Feuerstelle haben wir, was zum Kochen, ja, zwei Stühle und ja, wir setzen uns da gleich einmal hin. Ich bin ja so froh. Komm, setz dich, Mädel. Ja, am Feuer hier. Feenderl, du kannst dich auch hinsetzen. Wir machen uns dann einen gemütlichen Abend jetzt einmal, ja? Lydia ist jetzt gegangen. Okay, was soll's. Ich habe nur die Hoffnung, dass wir da irgendwo was rein tun können. Durchsuchen Schrank, ist da was drin? Gold ist da drinnen, schaut euch das an, ja? Passt, und dann können wir gleich auch Sachen verstauen. Und jetzt schauen wir uns das Schlafzimmer an. Da ist auch noch nicht aufgeräumt. Beistelltisch. Gold und ja. Was die da alles mitliefern. Und so schaut unser Schlafzimmer aus. Ja, das Dach sollten wir schon noch reparieren. Ah, und sie wartet schon. Ah, ich bin ja so froh. Und da... Ja, ist okay. Ist okay, kann man nichts sagen. Ist nicht mein Geschmack, aber was soll's. Wir schauen da gleich mal. Beistelltischerl. Bügeleisen, ja, das brauchen wir unbedingt für unsere Rüstungen. Und Holzteller, ja, für die Jause im Bett. Afterwards, ihr wisst schon. Feine Kleidung haben wir auch, ja. Ja, perfekt. Da noch ein Buch. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tag.
Der Battleprinz, okay. Gleich eine Lektüre zum Einschlafen. Und da ist noch ein Beistelltisch, da schauen wir noch ein Bügeleisen. Also die müssen eine Meinung haben von mir. Schlafen im eigenen Bett, okay. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ja, aha, du wartest hier und bleibst auf Abruf bereit. Gut so, Waffen gibt es da keine, wie ich sehe. Aktiviere Waffenständer. Wenn du einen Waffenständer aktivierst, wird deine aktuelle ausgerüstete Waffe dort abgelegt. Aha, cool. Da können wir dann die Sachen einfach so platzieren. Gut so. Wir werden jetzt weiterspringen. Erz abbauen, und das ist nämlich gleich, wenn ihr da rauskommt aus Weißlauf, da müsst ihr dann rauflaufen, den Wachgang entlang hier, und dann könnt ihr darüber springen, und gleich hier ist ein Corundum-Erzlager. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Spiel verschieden ist, aber zumindest hier ich ist es so. Deckung. Wir müssen da irgendwas tauschen. Was soll ich nehmen? Nehme ich Waffen. Die Spitzhacke brauche ich da. Und ich werde. Ihr geht vor, ich folge. Ja, die gleich ausrüsten auch müssen. Sorry. Spitzhacke, komm her. Und dann werden wir da gleich mal schürfen. Na komm, schürf. Oh. Das schaut nicht gut aus. Oh, das macht die. Also, Tosita, da machst du wirklich keine gute Figur. Amethyst hinzugefügt. Diese Erzader ist erschöpft. Ja, dann springen wir nämlich gleich zur nächsten Erzader. Und ja, seht euch das an. Ich glaub's ja nicht. Wenn ihr rauskommt aus Weißlauf, da vorne sind jetzt, da drüben sind die Ställe, da ist der Kutscher. Wenn ihr da links rauf lauft und über den Bach rüber, und dann müssen wir hier dahin an diese Ecke. Da gibt es eine Erzader, und ich muss mir das nochmal anschauen. Das Feenfeuer, Leute, ja. Ist ja ein Wahnsinn, schaut euch das an. Unglaublich. Ja, ich bin hin und weg. Es nutzt nichts, wir müssen da weitermachen. So, schürfen wir jetzt einmal. Ah, die Animation kommt nicht gut. Eisenerz hinzugefügt, jawohl. Da kann ich die Kamera leider auch nicht drehen. Diese Erzader ist erschöpft, ja, okay. Aber jetzt schauen wir kurz einmal nach, wie viel wir da haben. Und das Sonstiges, und Eisenerz 3 und Corundum auch 3, ja. Wir gehen das jetzt einschmelzen, und jetzt schaue ich, was ich da noch machen kann. Ah, das wollt ihr sicher nicht mehr sehen. Ich nehme an, ich werde da dann noch jagen gehen, bevor wir den nächsten Quest annehmen. Ah, wir könnten dann noch leveln gleich. Ich schaue gleich einmal nach. Neue Stufe, Aufstieg. Und wir nehmen da wieder Gesundheit. Und ich schaue gleich, ob ich da ein Talent gleich zu verbessern habe. Ah, ich brauche nicht viel nachdenken. Es wird da gleich einmal da verstärkte Frost sein, ja. Ein Talent, okay. Und eines behalten wir noch als Reserve. Sollten wir da fürs Schmieden oder fürs Verzaubern irgendwas brauchen. Okay, Leute. Vorerst wäre es das, denke ich. Die schlafen alle. Und wir sind da untriebig unterwegs in der Nacht.
Ich werde jetzt noch ein bisschen leveln, die Schmiedekunst, und jagen gehen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe ja auch das Staubmannsgrab nochmal geplündert. Und ich lege mich jetzt, glaube ich, einmal hin in unser neues, schönes Heim. Und da kriegen wir wahrscheinlich noch einen besseren Bonus von ausgeruht. Okay, Leute, das war ein In-Between-Video. Ich kennzeichne das immer mit einem Punkt und einer Zahl hinten, damit ihr seht, was gleich ein Quest ist und was nicht. Und verabschiede mich jetzt. Der Feental, wenn wir da herumspringen, braucht immer ein bisschen länger. Er sagt auch Tschüss und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gebt euch das. Ciao, Leute.